The Hockey Week, presented by TISO. This is your time. The Hockey Week. Der Flüger mit der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft ist heute Mittag gelandet. Das ist eigentlich ein paar Tage früher, als wir das erwarten durften. Einer ist mit der Boot, wo wir natürlich höchst froh sind darüber, wo er heute hier bei uns am Tisch hockt. In dem Sinne ganz herzlich willkommen zu der Hockey Week, die Hockey WM, wo noch läuft, aber auch ohne die Schweizer Nationalmannschaft mit der letzten Spezialausgabe von der Hockey-Saison. Und Gäste, die bei uns am Tisch hocken, die darf ich jetzt vorstellen. Für die Touristikfirma, die er als Personalchef tätig ist, hat er auch schon mal den Superpraktikant in Österreich gesucht. Eigentlich ein Casting, wie er es beim EHC Biel die ganze Zeit macht. Weil Casting und Scouting hat ja etwas Gemeinsames. Vor ein paar Wochen hat er hier am Tisch gesagt, die Schweiz hat am wenigsten, sprich kein einziger U23-Spieler an der WM. Und ein Zitat gelesen von ihm: Wenn das ganze Potenzial ausgeschöpft würde, hätten wir pro Jahr 10 bis 15 gedraftete Spieler. Willkommen, Thomas Rost. Guten Abend. Mit dem Hockey-Virus infiziert worden ist er mit 6-jährig als Berner in der Ferien zu Davos. Das muss man sich zuerst mal als Berner so auf den Kopf gehen. Nach 14 Saison zu Bern ist er dann auf diese Saison ins Tessin gewechselt, wo er Lugano seit 2006 wieder mal hat die Playoff-Finale geschossen. Auf seiner Homepage allerdings hat der Wechsel ins Tessin noch nicht stattgefunden. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. John Steigergoal von der Schweizer Hockey-Geschichte, das hat er geschossen. Jetzt müssen wir hier überhaupt wieder erwähnen. Willkommen, Philipp Furrer. Guten Abend. Und heute im Flüger gekocht mit der Hockey-Nazi, der Klaus Zoll. Ganz in Schwarz hast du zum Glück immer. Immer schwarz, ja. Und vor einer Woche soll er einen Gruß sagen, der Martin Gerber hat wirklich gesagt, er vermisst dich wahnsinnig. Darum bin ich jetzt schon gekommen. Jetzt musste der Gerber da sein, ohne dich. Darum bin ich jetzt schon gekommen. Pippo, auf deiner Homepage hat der Wechsel, der sei noch nicht stark. Gut. Bildlich schon. Bildlich schon, aber ich habe seitdem nicht den Club gewechselt. Was ist genau los? Der Webmaster müsste mal ein bisschen da. Ja, der Webmaster hat eben hier ein bisschen wenig Zeit gehabt mit drei Kindern und alles, was noch gelaufen ist, nebendran und mit dem Wechsel. Von dem her ist das ein bisschen zu kurz gekommen. Aber lass jetzt mal, wenn man dir jetzt sagen würde, würdest du das entscheidende Goal noch mal schiessen, wenn du wüsstest, dass du das Finale gegen Bern verlierst? Sicher. Weil es ein richtig geiler Final war. Das ist es. Scouting und Casting, Thomas, hat es etwas Gemeinsames? Hast du einen super Praktikant übrigens gefunden? Sicher. Ja, jedes Jahr finden wir einen. Ja? Nein, das hat sehr viel Gemeinsamkeit. Das darf man nicht unterschätzen. Also mein Hauptberuf und also du bist der Dieter Bohlen vom EHC Bio? Ja, einfach ein bisschen attraktiver als der Dieter Bohlen. So, wir wollen auch den Marco Wutscher bei uns begrüßen. Apropos attraktiv. Die Uhr, die er dort auf dem Tisch hat, da finden ganz viele Leute, die wäre attraktiv. Die würde mir auch wahnsinnig gut stehen. Das habe ich gemeint, ich bin attraktiv, aber es ist doch die Uhr. Du hast es gemerkt. Ja, ich habe gemerkt, auf was du anspielst. Wir haben wieder die Tissot Titas Solar Expert Uhr verlost im Wert von 995 Franken. Und ich glaube, es ist ein Like-Rekord gebrochen worden. Also ich glaube, um die 700 Leute haben mitgemacht. Gewonnen hat aber wie immer nur einen. Es ist der Daniel Notter-Egli, also not der Egli dort, sondern der Daniel Notter-Egli mit AMG. Ja. So heisst der Gewinner. Ich hoffe, sie steht dir und macht dich attraktiver mit dieser roten Farbe. Aber wie heisst so schön, alle guten Dinge sind drei. Auch das Mal könnt ihr wieder mal so eine Tissot T-Touch Expert Solar Uhr gewinnen im Wert von 995 Franken. Was wir machen? Unsere Facebook-Seite besuchen, den Hockey-Week. Wenn ihr sie noch nicht geliked habt, die liken und das Fotos liken von der Uhr, die wir nachher aufladen werden. Und das ist die letzte Chance, so eine Uhr noch zu gewinnen. Also macht mit. Philipp, wenn wir schon von Zeit reden, was macht der Hockeyspieler, wenn er nicht der WM war? Halb Stunde Sommertraining pro Tag. Wie sieht die Tage im Moment aus? Ab 30 musst du es machen, halb Stunde Sommertraining pro Tag. Habe ich das Gefühl, ja. Und die Jungen? Aber, anderthalb Stunden? Ja, nein, die können sich das leisten in die Ferien, weil dort geht die Verletzung ein bisschen schneller runter. Also du bist am aktiv regenerieren von einer Verletzung, wo die Kinder hier mit der Nazi mitgehen. Wie geht es dir im Moment? Ja, es geht mir besser, aber es ist noch nicht dort, wo ich sein möchte. Und es braucht noch ein bisschen Therapie, es braucht noch ein bisschen Training, dass ich dort herkomme. Ich habe gemerkt, dass nur ausruhen bringt nichts. Von dem bin ich relativ schnell, habe ich wieder etwas müssen machen. Ist ein Versuch wert gewesen. Aber es geht definitiv nicht mehr nach 38 und jetzt das müssen erfahren und werden das auch so fortsetzen. Also der Kleusel probiert das immer wieder mit der Erholung. Wie ist es in deinem Alter, Kleusel?
Ja, geistig muss man sich gerne erholen. Hast du Zeit gehabt, zu machen, die Geistig zu erholen? Ja. Oder hast du dich nochmal aufgeregt? Nein, ich habe mich nie aufgeregt. Nie aufgeregt? Ja, ich habe mich sehr gut unterhalten. Du hast auch nie reingeschossen, aber denk mir. Ich habe mich sehr gut unterhalten zu Moskau. Ja, das bin ich sicher. Darüber werden wir selbstverständlich reden. Zuerst die harten Facts aus dem Hockey-Business innerhalb von 60 Sekunden zusammengefasst von Marco Wutschur. Der Genf Servette HC verpflichtet den Stürmer Niklas Leonelli für 2 Saisons. Der 22-Jährige hat bei den Genfer Junioren Türen gemacht und hat in der letzten Saison 6 Partien der Playoffs für Aschua gespielt. Der Ronny Keller hat dem Verwaltungsrat von der Thurgauer Eishockey AG mitgeteilt, dass er nicht für einen Wiederwahl zur Verfügung stehen wird. Seit Oktober 2014 ist der Keller beim HCT als Präsident vorgestanden. Geht's für Maxim Lapierre zurück auf Nordamerika? Der 31-Jährige hat in einem Interview verraten, dass er gerne zurückkehren würde. Der Kanadier hat in der letzten Saison 21 Partien für Lugano absolviert. Wechselt Matt D'Agostini zum HC Ambri Piotta? Laut dem Servette-Coach Chris McSorley ist das kein Thema. Matt ist unser Spieler und hat hier noch ein Jahr Vertrag, so der McSorley gegenüber Digin Online. Verteidigerlegende Petr Unumelin setzt seine Karriere fort. Der bereits 43-Jährige spielt die nächste Saison für Storhamar, wo er sich auch noch gerade für den Nachwuchs vom Verein wird einsetzen. This is the decisive second. This is where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Tissot. Klaus Zogenseker hat sich perfekt unterhalten gefühlt in dieser WM. Wir wollen über das reden. Wir wollen die Frage probieren zu beantworten. Ist das Niederreichen vom vierten Final, Thomas, ein Scheitern oder die Realität? Es ist ich sage jetzt mal, der 50%ige Normalfall. Weil wenn wir die letzten 10 Jahre anschauen, ist 50%ig Scheitern. Haben wir etwa 5 Mal gescheitert und 5 Mal nicht. Und ich glaube, wenn wir das Spielermaterial anschauen, das Spielermaterial von der anderen Mannschaften, die in unserem Bereich sind, in den Rängen 7 bis 12, dann sind wir etwa gleichwertig. Und darum dürfen wir das nicht als selbstverständlich anschauen, eine Viertelfinalqualifikation. Man darf das als Ziel setzen. Aber es ist ein toughes Ziel und ein schwieriges zu erreichen Ziel, wie man jetzt wie Figura wieder gezeigt hat. Wir wollen uns das 50%ige Scheitern in die Zahl anschauen, Marco. Ja, richtig. Du hast am Anfang gesagt, das Abenteuer ist ein bisschen früher fertig, als wir uns das gewünscht haben. Und ziehen wir doch einfach einen Strich unter die WM aus Schweizer Sicht und schauen uns zusammen die Übersicht an, wo der Spiel, also zuerst die 2 Niederlagen gegen Kasachstan und Norwegen, die doch negativ überraschend waren, dann das Aufbäumen mit den 2 Siegen gegen Dänemark und Lettland, vor allem das Lettland-Spiel mit dem 5-4 gegen Russland, 5-1 untergegangen gegen Schweden, das zweite Spiel nach Penalty verloren. Und dann im Spiel der letzten Hoffnung Tschechien unterlegen mit 5-4 Gruppe nach 7 Spieltagen. Folgendermaßen ausgesehen, Tschechien also dank dem Sieg gegen die Schweizer den Gruppensieg geholt, die Schweizer sogar nur 6. geworden wegen dem direkten Duell gegen Norwegen. Hinter Tschechien sind noch die Russen, die Schweden und denen also in der Top 4 und somit für das Viertelfinale qualifiziert. Hinter der Schweiz also nur Lettland und Kasachstan. Kasachstan ist abgestiegen und hat nach dem Spiel gegen die Schweiz keinen einzigen Punkt mehr geholt und das tut schon ein bisschen weh. Der Marco hat es jetzt auch wieder gesagt, das die überraschenden Niederlagen gegen Kasachstan und Norwegen. Jetzt haben wir aber gehört, dass es eben nicht Normalität ist, dass man die einfach fortputzt und drüber fährt. Und gleichwohl nimmt man es als Enttäuschung wahr, als negative Überraschung. Warum bringt man das nicht aus den Köpfen, dass das einfach passieren kann, Philipp? Ja, das musst du dir oder fragen, weil das in den Medien natürlich preisgeben. Ah, meine sind schuld. Nein, also ich muss natürlich Thomas widersprechen, das ist ein 100% Scheitern. Mit dieser Mannschaft muss ich in Viertelfinale kommen, weil wir haben nicht das Viertelfinale gegen Tschechien und Russland verloren. Aber wenn man 5 oder 6 Wochen Vorbereitung macht, der erste Match verliert man jämmerlich gegen Kasachstan. Von dem muss man jeden Match umstellen. Dann hat man einfach die Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn das Boxplay nicht stimmt, das miserabelste ist von der ganzen WM, schlechter als das von Ungarn, dann hat man die Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist, ich fasse das immer zusammen. Die Spieler, kein Vorwurf, die haben gekämpft, Leidenschaft, Leue. Aber wie man das aber früher von der österreichischen Armee gesagt hat, Löwen geführt von Eseln. Aber die anderen Mannschaften, die Kleinen, die haben auch sehr gute Spieler und gute Mannschaften. Die werden unterschätzt von uns. Ja, aber also, die haben die Pflicht besser gemacht als wir. Das ist verrückt. Denen zum Beispiel, die haben jetzt uns 2-mal hintereinander U20 WM besiegt. Und die sind besser gecoacht. Wir haben dort auch die haben auch gute Spieler. U20 sind auch Leute gesehen von Eseln geführt, müssen wir auch noch gerade sagen. Der Trainer hat gesagt, wir machen das ganze Turnier dieselben Fehler, dafür wird man bestraft. Ein schlechtes Boxplay, zu viele Strafen, die man hat genommen hat.
nach so einem Auftakt? Warum kann man es denn nicht korrigieren? Gerade das Boxplay, warum kann man sich nicht steigern? Ich glaube, das ist im Prozess des Turniers unterscheidet es eben sehr von den Teams. Und die das können, und das sieht man in den Playoffs, die sich eben verbessern von Spiel zu Spiel, die werden meistens auch kollektiv extrem stark. Und das ist sicher etwas, was die Schweiz an dieser WM nicht kann. Und wenn es in die andere Richtung läuft? Ja, dann kann es eben auch hinten rausgehen, aber das ist zum Glück nicht passiert, oder? Also man muss dem Fischer zugestehen, und darum bleibt er auch Nationaltrainer. Er hat die Mannschaft zusammen gehabt. Ich würde jetzt das mal sagen, das ist emotionale Intelligenz, die er hat. Er ist charismatischer, begeisterter Spieler. Aber er hat niemanden gehabt, der ihm die Hausaufgaben gemacht hat. Du kannst es trivial so sagen, das ist mir vorgekommen wie eine schöne, attraktive Frau, die man immer gerne gesehen hat, die Mannschaft, aber einfach keine Ordnung daheim. Einfach Haushalt nicht gemacht. Gut, aber zum Boxplay will ich auch noch etwas sagen. Da gibt es ganz eine interessante, lustige Beobachtung. Du sagst etwas zu der Hausfrau daheim. Ja, apropos Boxen und Hausfrau, da könnte ich auch noch etwas dazu sagen. Ja. Nein, aber zum Boxplay. Ist mir aufgefallen, tatsächlich, statistisch haben wir ein schlechtes Boxplay gehabt. Ausgerechnet im Spiel gegen Russland, wo wir 3 gegen 5 gespielt haben, x-mal Unterzahl waren, gegen die weltbesten Stürmer, Scharfschützen, haben wir ein absolut perfektes Boxplay. Ja, aber das ist ja logisch, weil die Russen wollen ein perfektes Goal machen. Nein, du musst doch schauen, die Russen wollen ein perfektes Goal machen. 37 Mal Bessler statt Mal geschossen. Ein richtiges Powerplay ist hinten auf die Blaue aufs Goal. Und die Russen haben etwa 100 Pässe gemacht. Was fehlt denn? Aber warte noch schnell, es nimmt mir gleich noch etwas Wunder. Mhm. Du hast ja den Patrick Fischer auch erlebt. Und die Nazi hat eigentlich gespielt wie dir unter Patrick Fischer. Auch viel schön und Hurraugang verloren. Hat er eine Schwäche in diesem Bereich? Ja, eine Schwäche würde ich sozusagen nicht sagen direkt. Was er sicher noch nicht so hat, ist Erfahrung. Und das denke ich, das hat man so gesehen. Und das ist etwas, was sich aufbaut und was sich auch über das Team überträgt. Oder? Ich glaube auch, dass das eine neue Konstellation jetzt war an dieser WM. Und das muss einfach noch reifen. Aber kann ich sagen, die Hausaufgaben nicht macht? Und jemand, der ihm sie macht. Wann müsste man sie machen? In dieser langen Vorbereitungszeit? Und wer sollte ihm sie dann machen? Ja, das ist das Problem. Also wir haben ein doppeltes Problem. Wir sind unter dem Ralf Krüger an die Weltspitze hergekommen, wo wir genau immer die Aufgaben gemacht haben. Dort haben wir aber auch einen sehr starken Verbandsdirektor gehabt mit Hockey-Kompetenz. Wir haben den Fischer auch ins kalte Wasser geworfen. Gang jetzt, mach mal. Er hat auf Verbandsebene keinen Gesprächspartner. Er hat nur einen devoten Nationalmannschaftsdirektor, der nur dazu nicken kann. Das ist nicht einfach für einen Fischi. Ja, aber ich glaube, da kannst du jetzt schon nicht den Vergleich ziehen zwischen Fischer und Krüger. Über den Trainer wollen wir, über den ganzen Coaching-Staff, nehmen wir das noch nicht vorweg, da wollen wir noch darüber reden. Ja. Wir wollen noch schnell Fragen probieren zu beantworten. Was fehlt denn zu den grossen Nationen? Was fehlt denn, dass man wie in den letzten Jahren also ein, zwei grosse kann packen? Das ist echt vor ein paar Jahren öfters gelungen, dass man einen grossen zu beistellen kann. Also ganz einfach gesagt, Spielermaterial. Wir haben nicht gleich gute Spieler. Aber die Grossen sind in dieser WM, Thomas, nicht so gross und so stark wie auch schon. Das ist so, das kommt noch dazu. Das tut unsere Leistung, die ich vorhin ein bisschen relativiert habe, also die schlechte Leistung, die ich eben nicht so schlecht finde, tut es trotzdem ein bisschen nach unten korrigieren. Die grossen Nationen sind allesamt mit relativ bescheidenen Spielerkader angerückt. Das liegt daran, dass der World Cup of Hockey im September stattfindet. Und die absoluten Topstars haben gesagt, nach so einer langen NHL-Saison jetzt noch WM und dann früher noch einrücken wieder wegen dem World Cup. Die Amerikaner sind mit einer besseren Juniorenmannschaft dabei. Die Schweden mit besetzten das Roster ist besetzt mit Spielern, die ich zum Teil nicht kenne. Und bei den Schweden, wo man sagt, die Schweizer Nazi ist jetzt nicht so gut wie auch schon. Aber man sagt, die Schweizer Nazi hat 3 Punkte verschenkt gegen Schweden. Ja, also das hat so die, selten die gegeben, Philipp, dass man sagt, dass das Spiel gegen Schweden hättest gewinnen müssen. Ja, aber dort gebe ich natürlich Thomas Rost sehr recht. Dass er sagt, dass eben die Top-Nationen nicht so gut bestückt waren dieses Jahr. Das hat man gesehen. Und ich glaube, alle, die das Spiel haben gesehen gegen Schweden, es wäre wirklich viel drinnen gelegen. Vor allem im ersten Dritt, wo ich das Gefühl hatte, die Schweiz hat dominiert gegen die Schweden. Ja. Also von dem her kann man dort sicher sagen, dass man diese 3 Punkte wünschenswert hat wollen holen. Wir spielen die Scheibe über zum Marco Wutschur, der einen weiteren Input hat für uns.
Ich mache gerade einen Doppelpass mit dem Thomas. Er hat es richtig gesagt, es ist eine 50-50-Sache, was es angeht, dass die Schweiz das Viertelfinale erreicht oder nicht. Wir haben uns mal das angeschaut, wie es in den letzten Jahren aussieht. Und von den letzten 11 Mal haben die Schweizer 6 Mal das Viertelfinale verpasst. Nur 5 Mal war man also unter den besten 8. 2014 hat man es verpasst, also ein Jahr nach dem guten oder sehr guten zweiten Platz. Dann 2012, 2011 auch. Und wenn man es noch extremer ausdrücken will, in den letzten 6 WMs hat die Schweizer nur 2 Mal das Viertelfinale erreicht, nämlich letztes Jahr und 2013. Also wenn man die Statistik anschaut, ist es vielleicht doch ein Erfolg für die Schweizer, unter die besten 8 zu kommen. Philipp, du sagst, die Journalisten, die Medien erwarten diesen Viertelfinal. Die Bevölkerung wahrscheinlich seit 2013 hat man so das Gefühl, das muss man immer, immer erreichen. Wie geht es den Spielern? Wie sind die jetzt? Oder muss vielleicht die Frage klären, sind die Spieler zu Tode enttäuscht? Sind die Spieler realistisch zu sagen, ja, jetzt ist es halt nicht so gewesen? Wie enttäuscht sind die? Das sieht ja viel darüber aus, was mit der Wahrheit ist. Also, sie können mit dem Gefühl zurückkommen, sie haben alles probiert. Das kann jeder Spiegel schauen, der heimkommt. Das muss man also wirklich. Das wäre schlimm, oder? Ja. Da kannst, aber ich wäre mich einfach gegen das Klein machen. Wenn wir unsere Hockey-Liga anschauen, unser Potenzial, unsere Spieler, dann muss das Viertelfinale-Ziel sein. Und dann sage ich, ja, Viertelfinale verpasst, das regt mich auf. Wenn man mit dem Denken kommst du nie hin. Das regt mich schon seit 30 Jahren auf. Früher sind ja nie eine der NHL, mir doch nicht, oder? Ja, Gottfried Stutz, dass sie solche kommen, die sagten, Mann, wir schaffen es. Ja, wir machen doch nie eine Medaille. Ja, Mann, wir schaffen es und wir haben es geschafft. Ist das man muss das kleine Denken aufhören. Aber das regt mich einfach auf. Du bist so ein Stäbchen, das kleine Denken. Hat man das von Verbandsseite mit dem Motto mit Ausgriff Swissness? Das ist einfach ein Kapis. Also, das ist gut fürs Marketing. Swissness ist ja nicht gross Nationalmannschaft, denken. Swissness ist echt nicht nur Nationalmannschaft muss sportlich das Beste sein, das wir haben. Das ist entscheidend. Und Swissness, das ist nicht einmal ein deutsches Wort. Also, nein. Das ist einfach Marketing, etwas, das gar nichts zu tun hat mit dem Sport als solches. Wir nützen kurze Pause, einen Klösel und einen Baldrian-Tropfen 2 ins Wasserglas tun und sind bei ein paar Minuten wieder zurück. The Hockey Week, presented by Tiso. This is the decisive second. This is where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Tiso. Wo jemand einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. Ich habe genau den Poster gonna
Pure Sports. Pure Entertainment. Pure Sports, Pure Entertainment. This is Sportle HD. The Hockey Week, presented by Tissot. Der Hockey League, wo wir die WM in Russland aufarbeitet. Die Schweizer Nazi, die heute Morgen in Zürich gelandet mit dem Close Talk an Bord. Wie war die Stimmung? Ich bin zuvorderst gehockt und die Spieler sind ganz hinten gehockt. Aber zuvorderst hocken die Wichtigen? Oder? Nee, das war sonst nie mehr Platz. Neben dem Verbandsgeneral bin ich gehockt. Neben dem zuständigen Verwaltungsrat für den Sport. Wie ist das, wenn du mit in den Verbandsfunktionären hockst? Das war nur einer. Nur einer? Nein, das ist der Inglisbach, ist sehr ein anständiger. Mit anderen hast du mehr Gespräche gesucht? Nein, wir haben uns gut unterhalten. Unterhalten wir uns über Goalie-Thematik. Wir fangen an mit dir, Marco. Fangquote von den WM-Goalies? Ja, richtig. Goalies sind ja das Thema. Man denkt nur an den Patzer von Reto Berra im ersten Spiel gegen Kasachstan. Man weiß ja nicht, wie es rausgekommen wäre. Hat die Schweizer das erste Spiel noch gewonnen? Generell war es nicht so eine gute Goalie-WM von der Schweiz. Wir haben hier nämlich den Goalie-Vergleich von allen Nationen an der WM. Und da ist die Schweiz nur gerade auf dem 14. Platz. 87,62% Fangquote von den Schweizer Goalies. Im Schnitt 3,6 Goal pro Partie kassieren. Nur zwei Länder haben also schlechtere Werte als die Schweiz, was Goalies angeht. Und wenn man sieht, die ersten sechs Nationen in diesem Ranking sind alle im Viertelfinale. Das unterstreicht, wie wichtig doch ein Goalie ist. Spitzenreiter Russland mit 95,2% und Finnland mit knapp 95% auf dem zweiten Platz. Und man sieht es halt, Dänemark ist halt hier unter den Top 5. Und was wäre, wenn die Schweizer so einen Wert hätte wie denen? Vielleicht wäre ein Platz unter der Stadt gewesen für die Schweizer. Hätte Fahrradkette. Du kannst die WM mit Woschau in Kurzform abhandeln. Alles, was wir hier diskutieren, können wir vergessen, wenn wir keinen guten Goalie haben. Warum hat er nicht mehr abgewechselt? Warum hat der Meier nur mehr im zweiten Spiel gespielt und dann hat immer der Berra gespielt? Wo spielt der Meier? Wo spielt der Meier? Wo? Das ist nicht die Antwort. Ich glaube auch nicht. Aber ganz nein, ich glaube nicht. Weil er aus der NHL kommt, hat er gespielt. Und weil er den WM-Final ermöglicht hat. Weil er zwei NHL-Goalie hatte, hat er gewechselt. Ja. Weil der Meier nicht in der NHL spielt. Ja. Ja, aber ich meine, an dieser WM hat man jetzt abgesehen, dass eben NHL eben doch nicht nur drei Buchstaben sind, sondern mit Niederreiter und anderen Ghetto haben wir da die tragenden Säulen gehabt. Ja, wir brauchen diese Spieler. Aber der Meier ist schon in der Vorbereitungsspiel besser gesehen als der Berra. Ja, das hast du schon hier gesagt. Ja, und der Fisch ist auch dem auf den Leim gegangen, oder? NHL automatisch. Hat er gut genug gespielt? Nein, braucht es einen Goalie, um das vierte Finalziel zu erreichen? Philipp, wo der Klöser sagt, aber Goalie, der auf dem Kopf steht, der hexet, der über sich rauswächst, der absolut top ist. Ich glaube, es braucht eine ganze Mannschaft dazu. Und man sieht hier, dass es natürlich der Goalie von vorne viel Rückgrat und Hilfe bekommt, dass er dann auch noch besser ist. Aber es ist ganz klar, dass wenn die Schweiz einen guten Goalie hat und eine höhere Fangquote, dann sind wir noch einmal besser. Und ja, die Schweiz braucht einen guten Goalie. Genoni, Stefan, wo daheim sind geblieben. Bekannte Gründe. Hat es einen Unterschied gemacht? Das ist sehr schwierig zu sagen, weil das sind zwei Wochen und da gibt es auch mittelmäßige Goalie, die zwei absolute heisse Wochen haben und können die Mannschaft tragen. Darum so eine WM, so eine Leistung von einem Goalie im WM und dann sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Goalie, ist sehr schwierig oder unfair. Man kann sagen, es ist eine gute Goalie-Leistung oder eine schlechte Goalie-Leistung. Das war nicht schlecht, das war solid. Bettino Gerber und Marco Bühr haben das Gleiche gesagt letzte Woche. Goalie kann ich nur über sich rauswachsen, weil seine Vorderleute einen Top-Job machen, dass er sich nämlich auf die Sachen konzentrieren kann, dass er glänzt. Und das ist und das haben wir gesehen, der WM, das ist nicht der Fall gewesen. Also muss der, hat er automatisch weniger Möglichkeiten zu glänzen. Ja, aber mir hilft jetzt näher so einer Statistik. Ja, sicher. Haftet das, man das spielt eine grosse Rolle. Also als Opfer quasi. Ja, ich denke, man sieht Opfer das von euch Rebounds, oder?
Genau. Der erste Schuss muss der Goalie haben, der zweite sollte eigentlich der Verteidiger wegräumen oder eben der Stürmer. Und das war ein eine Schwäche von uns. Oder? Wir haben relativ viel spielerische Verteidiger, ja, die von weiter hin mit den 30 Meter kommen muss. Aber hinten, Abraumer. Wasserverdrängung. Ja. Das kannst du also definitiv nicht umhacken. Ja, aber das gehört dazu. Ja, aber der weltbeste Goalie kommt im Verlauf der Karriere ein, zwei so Goalie oder zwei, drei. Das ist einfach. Aber es war natürlich eine fatale Folge. Das ist richtig. Das hat den Match gekostet und das hat die Punkte gekostet, die am Schluss fehlen. Aber man muss auch sagen, er ist zurückgekommen, er hat es weggesteckt. Das sind eben, das ist wieder das Zeichen vom guten Goal. Wenn man so einen Schicksalsschlag oder Schicksalsschlag. So ist er, ist ein strahlender Held gewesen, 2013, und jetzt ist er ein tragischer Held gewesen. Ja. Reden wir über die Verteidigung. Der Dubois mit der meisten Eiszeit, was hat er für einen Eindruck von der Verteidigung? Zu wenig Wasserverdrängung. Wie der Philipp vorhin gesagt hat, die Rebounds sind zu wenig weggeschafft worden. Natürlich, der Vorteil von dem war, dass wir nach vorne konstruiert haben, mit dem Diaz, mit dem Blum. Da haben wir spielerisch gute Verteidigung gehabt, aber wir haben viel Gegengol bekommen. Das war nicht nur wegen der mittelmässigen Goalie-Leistung. Überzeugend Diaz Blum. Diaz zum dümmsten Moment, wo er ausgefallen ist. Ja, sehr, sehr. Ich greife noch eins auf. Ich glaube, Stabilität in einem Team ist sehr wichtig. Und das ist auch das, was mir ein bisschen gefällt hat. Es waren sehr viele offensive Verteidiger dabei gewesen. Und wenn natürlich die defensive Stabilität auch über die Stürmer und die Verteidiger besser wird, dann glänzt natürlich auch der Goalie. Und ich glaube, dann sieht auch jeder Verteidiger besser aus. Und das ist sicher etwas, das nicht gut ausgeglichen ist. Also das Problem, das ich hatte, wenn du so willst, Defensivarbeit mit dem vordersten Vorchecker an. Und die Schweizer waren zu wenig kompakt. Es hat immer zu viel Raum zwischen dem Vorchecker und dem Verteidiger. Es sind immer die Pässe in freien Raum dort hineingekommen und die Gegner sind immer mit höherer Geschwindigkeit ins Drittel gekommen. Das, was der Thomas sagt, stimmt natürlich. Wir hatten zu wenig Wasserverdrängung. Wir hatten keinen Verteidiger, wo man Angst haben. Hat man denn die Falschen mitgenommen, deiner Meinung nach? Verteidiger? Nein, man hätte vielleicht den Löffel mitnehmen können, nur ist das auch ein Offensivverteidiger. Und der Rechte noch dazu. Und kommt das noch dazu. Vielleicht hätte der Helbling dort etwas helfen können. Der wäre vielleicht robuster gewesen. Aber unsere Kultfigur, der Martin Krigl, der Woche für Woche während der Saison hat Videos geschickt hat, der kann sich eigentlich auf die Visitenkarte tun, wo der Josi hat gesagt, er komme nie, bin ich Stellvertreter gewesen. Wie hat er dir gefallen? Leise. Du sagst immer, er ist wie was? Wie der Helbling, aber nicht so hart? Ja, einfach wie der Helbling, aber nicht so viel hart. Also er ist ein braver, disziplinierter, das hat er dann gelernt, ganz einfach Spiel halten. Aber er ist nicht explosiv und er ist nicht, es fehlt ihm der Biss. Oder, aber abgefallen ist er nicht. Nicht wie ein Weber oder wie ein Grossmann, der dir Chronisten kritisiert. Ja, er hat einfach schon Mühe gehabt, aber das ist auch begreiflich. Er kommt vom schmalen Eisfeld, kommt aufs grosse Eisfeld. Auf der Seite sind plötzlich ist mehr als ein Meter mehr. Oder? Also den Martin aufzubieten, man ihm es gönnen, dass er die WM hätte können, aber das war nicht ein gescheiter Entscheid. Da sollte man wirklich einen Verteidiger nehmen, der, wenn man schon, also der Jos ist klar, aber wenn man schon durchschnittlich hat, muss man eigentlich einen nehmen, der sich gewandert ist auf den grossen Eisfeld. Kannst du dich zu Einzelkritik herreissen? Nein. Wie völlig überraschend für mich. Welcher hat bei dir Weber Grossmann? Sicher, ja, Enttäuschung. Einfach so, die sind einfach so, wie sie sind. Das ist jetzt aber auch nicht gerade los. Nein, aber ihre Stärken, ihre Schwächen und einfach gegenüber der Weltklasse-Nationen haben die natürlich Mühe. Und das sieht man, der Weber ist kein Stammspieler in der NHL, er wird vermutlich Mühe haben, wieder einen Vertrag überzukommen. Und das ist einfach auch sein Stellenwert. Hat sich nicht empfohlen. Er hat das gebracht, was ich eigentlich erwartet habe von ihm, im Positiven wie im Negativen. Sie sind einfach so, wie sie sind. Also der Weber ist eigentlich ein Offenseman, nicht ein Defenseman, oder? Hat einen guten Schuss. Und hat sehr einen guten Schuss, ist fleissig, schießt viel, dynamisiert Spiel. Also vorwärts kannst du ihm ein 6 geben und rückwärts ein 2. Also jetzt krass, was du ausdrückst. So, wir wollen zu einer Rubrik kommen, die heisst Keywords, die wir auch wieder regelmässig hatten, diese Saison, die wir in der letzten Sendung abschließen mit dem Patrick Gehring.
Keywords. Ja, Heimat. Für mich der schönste Ort auf Erden. Ja. Interessant. Probiere mich damit auseinanderzusetzen. Leider ein Leidungsthema. Gehört zum Sport dazu. Ja, mühsam, aber ja, das soll man machen. Wichtig, aber ich glaube, es braucht mehr als nur Scorepunkte. Kann man Stunden verweilen, aber da müssen wir den Reto Schäppi fragen. Zu lange aufbleiben. Tue ich gerne. Ich tue gerne mal etwas probieren. Und ich esse auch gerne. Ja, da bin ich vielleicht der Fall schon mal gefragt. Ein guter Typ, unglaublich guter Hockeyspieler. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was man zu ihm sagen kann. Einmal in der Südsee auf Bora Bora zu sein. Keywords. Wir sind zurück, da wird rege diskutiert. Wir haben auch schon gehört, dass NHL darüber geredet hat, nicht nur drei Buchstaben sind. Wir über die Offensive reden, Offensive, und man kann sagen, die Herren mit den drei Buchstaben auf dem Rücken, die haben überzogen, Thomas. Das ist definitiv so, ja. Aber das hat man auch dürfen erwarten, sind die Erwartungen voll erfüllt. Und ja, im Prinzip könnte man sagen, der Josi hat noch gefehlt. Wäre zwar auch wieder ein Offensiver gewesen, ja. Aber auf der anderen Seite, bei den anderen Nationen, haben ganz viel mehr Spieler gefehlt als bei uns, einfach der Josi von der NHL. Aber das ist ein Qualitätsunterschied, ganz klar. Das hat man gesehen, andere Ghetto, Niederreiter, die sind eine halbe Klasse besser als die anderen Stürmer bei der Schweiz. Ja, wir können es belegen. Du kannst es belegen, weiß auf schwarz. Das ist es so, das ist ein Stichwort für mich. Und jetzt schon gut gesagt, also die NHL-Stürmer oder die NHL-erprobten Stürmer, das war so das Positive aus Russland, was die Offensivabteilung angeht. Das haben wir auch in der Grafik schwarz auf weiß, wie es der Stefan gesagt hat. Also eben vor allem die NHL-Spieler haben die mehrheitlich können überzeugen. Der Topscorer, der Sven Andrighetto, mit 7 Scorepunkten bei den Stürmern, eine gute WM gespielt, sich auch in Fokus gespielt. Der Niederreiter aber wohl der beste Spieler mit 6 Scorepunkten und einer +6-Bilanz. Und auch der Moser ist auf 6 Scorepunkte gekommen. Von den NHL-Stürmern ohne NHL-Erfahrung ist am fleissigsten der Dennis Hohlenstein. Also eben, es ist wirklich nicht nur die drei Buchstaben, so wie er es angesprochen hat. Da ist man noch so, wie kann man sagen, positiv gewesen, die Erfahrung. Hey, der Andrighetto, hat er das gebracht, was er erwartet? Hat er die Erwartung übertroffen? Was glaubt ihr, Philipp? Ja, es war seine erste WM und ich habe ihn vorher ehrlich gesagt noch gar nicht kennt und mir hat er sehr gut gefallen. Also ich hatte sehr Freude an ihm. Und der Gerber hat gesagt vor einer Woche, also eine WM geht zum ersten Mal vor dieser Kulisse, mit diesem Druck musst du zuerst auch umgehen können. Das ist definitiv. Und ein NHL-Spieler, der eine gute Saison hatte? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also der spielt in Montreal und dort hat er einen ganz anderen Druck und ganz andere Kulisse. Also WM für den? Also sicher, einfach für die Nationalmannschaft und es ist vielleicht nochmal eine spezielle Motivation. Aber jetzt, wie war es für dich als Captain von Unihockey-Nationalmannschaft der WM? Ja, da kann ich mir natürlich die Hände zittern, da von 20'000 Zuschauern. Aber du hast auch nicht in Montreal gespielt von jedes Mal. Nein, irgendwie im Zug. Die Hände zittern von 200 Zuschauern. Von 200 Zuschauern, oder? 212. wenn du siehst, der Andrighetto und der Niederreiter, das war auch schon gesungenreich. Das sind zwei typische NHL-Spieler. Der Andrighetto ist ein richtiger Shooter und nicht reiter Powerstürmer, der Platz schafft, der aufs Goal geht, der immer kommt. Das ist immer ist etwas los. Das Physische? Nein, ja, das Oder Physische ist so, schon ist so der Wille, der, Nein, und der typische Schweizer Stürmer, das sind zwei typische NHL-Stürmer. Und der typische Schweizer Stürmer, also ein richtiger Eidgenoss, das war nachher der Ambiel an dieser WM. Gewesen. Laufen und säckeln und laufen und drehen und machen und kommen und gehen. Und es geht einfach nie einer rein. Ja, kenne ich auch. Aber schön laufen und kämpfen und machen. Also das direkt aufs Goal spielen, das ist halt etwas, was du nur in Nordamerika lernst, weil du musst. Wenn du die Scheibe hier hast und um den Kreis ist, dann ist es fort, oder? Ich kann nicht, dass Uri hat, wo wir über Marcini geredet haben, darüber geredet, dass der eine gute Rolle spielen könnte an der WM. Im Vorbereitungsspiel war er als 13. Stürmer gegen Deutschland, glaube ich, wo er 2 Goal gemacht hat, Matchwinner war. 2 Matches und dann war er nicht mehr gesehen. Ich habe das auch geglaubt.
Und ich dass glaube auch jetzt, ja, einfach, dass er ein wichtiger, guter Faktor ist, weil er ist meiner Meinung nach einer von den Schweizer Spielern mit der besten Schusstechnik. Und an dem hat sie auch ein bisschen gekapert. Und ich hätte ihm irgendwie mehr Zeit gegeben, um sich zu etablieren. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat ihn zu früh fallen lassen. Also bei Oder, das ist auch typisch für eine Weltmeisterschaft. Manchmal entscheidet sich alles in ein paar Sekunden. 2013 war der Suri als Neulinger WM. Man dachte, lenkt dich der, ja, oder? Und dann verhängt er gegen Kanada den Siegespenalty. Und dann hat es Klick gemacht und dann ist er geflogen, oder? Und der Mancini versenkt den ersten Penalty gegen Kasachstan und beim zweiten Penalty verliert die Scheibe. Und das war der Schlüsselmoment, ja, für dich? Ja, dort war die WM für ihn gelaufen. Und von denen hat der Fisch ja auch nicht mehr geglaubt. Er hat ihm auch keine richtige Chance mehr gegeben. Und dann, oder der Mancini ist einer für die erste oder zweite Linie. Der muss dort laufen, Bewegung haben, schiessen. Da kannst du nicht ihm als 13. Stürmer bringen. Oder im vierten Block. Das ist sicher so. Wir merken, das ist relativ einfach. Okay. Sind die Schlüsselmomente? Ja, ich sehe, es läuft einfach da. Wenn wir einen Penalty, die Scheibe nicht verlieren bei diesem Penalty, dann hat er geflogen, der WM. Es ist ja, nein, ich glaube, so einfach ist das schon nicht. Aber das Vertrauen ist sicher etwas, vor allem so ein Score, etwas sehr Wichtiges. Mhm. Und wenn er das natürlich nicht bekommt, der 13. Stürmer. 13. Stürmer ist eine extrem schwierige Position zu spielen. Und ich glaube, das war er sich auch nicht gewöhnt. Er hat nie die Rolle auch gespielt. So. Und ich glaube, er braucht einfach auch noch ein bisschen Erfahrung auf dem internationalen Parkett. Das ist einfach ein anderes Hockey. Aber die kommst du in der WM eben vielleicht nicht über. Hättest du nicht so als Trainer, hätte man ihn länger müssen dabei lassen, wie es der Thomas hat gesagt, hat man ihn zu früh rausgenommen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin noch nicht Coach. Noch nicht? Und wird es vielleicht auch nie. Gut. Ist das Team unter dem Strich einfach zu wenig gut gewesen? Ja, für das grosse Ziel, Viertelfinale zu erreichen. Ja, ich sage jetzt mal, vor der WM hat es geheißen, Viertelfinale ist ein Minimalziel. Und das impliziert ja quasi, dass man fast an eine Medaille glaubt. Und für das, für Minimalziel und vielleicht sogar Medaille oder Halbfinale, ist das die Mannschaft schlicht und einfach zu wenig gut besetzt. Es würde doch aber auch heissen, Philipp, dass man als Spieler, wenn man gesund ist und man fit ist, dass man eine WM geht. Ja, ich habe mir das gewünscht, das Jahr, wirklich. Ja, du hast nicht können, gekommen, weil du verletzt, ja, bist, gewesen, aber so weit du dich darfst, dazu, kannst du es verstehen, dass ein Spieler, der gesund ist, der nicht verletzt ist, sagt, nein, ich gehe nicht, ich werde mich auf die nächste Saison konzentrieren oder so. Ja, ich kann mich da nicht für andere. In anderen Ländern wäre das undenkbar, oder? Dass man eine WM oder eine Nazi kommt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein, die Schweden hatten 21 Absagen. Ja. Unglaublich viel. Ja, nein, also ich kann das nachvollziehen. Wenn ich für mich zum Schluss komme, es ist jetzt nicht gut, ich gehe auf Moskau. Das weil du viele Menschen dabei hast, ja, einfach, müde bist. Oder die Frau das nicht will, oder was auch immer. Das ist es ehrlicher, wenn ich sage, ich gehe nicht, weder wenn ich mit halbem Herzen sicher so, was gibt auf das Beispiel? Auf das gehe ich nicht, warte ich noch. Ein Zügel ist gekommen, konzentrieren, sie kennen noch keinen Teil, kann sagen, die Frau will das nicht. Ja, und dann gibt es den Spieler, einen Weltklasse-Spieler, der kommt immer. Das ist der Ovechkin. Der geht immer an jede WM. Der immer, und der hat so viele Spiele in den Knochen. Und, so er packt seine Koffer in Amerika und fliegt den Terror. 24 Stunden nach dem Ausscheiden steht er auf dem Eis und spielt. Das finde ich wahnsinnig eindrücklich. Und ich meinte, wir als kleine Nation mit nicht so vielen Spielern sollten ihn schon ein als Vorbild nehmen. Ja, absolut. Ja, doch, ist nicht dagegen zu sagen. Gut, der Klausel geht auch jede WM. Hat er noch nie gesagt, er darf nicht. Oder kann ich nicht. Oder wir müssen auf die neue Saison konzentrieren. Das wäre vielleicht. Da wäre vielleicht froh. Im Gegensatz zu einem Spieler, der nicht geht, was schade ist. Ja, viele wären vielleicht froh, wenn der Chronist nicht mit im Flügel würde hocken. So, wir machen eine kurze Pause, sind gerade wieder zurück. The Hockey Week, presented by Tissot. Monday on SportOHD.com. Also bei der Deutschen gibt es, wir könnten verlieren, das gibt es einfach nicht. Ja, also du fährst nach München und dann hast du schon natürlich eventuell mal im Rucksack, hoffentlich gehst du nicht unter oder Jungs, vielleicht kriegen wir mal einen Unentschieden mit, aber in den meisten Fällen fährst du nicht irgendwo hin, um zu sagen, wir verlieren. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportOHD.com. Anfang wagt, wo das Denken machen wird,
und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. This is the decisive second. This is where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Tissot. Entertainment. The Hockey Week, presented by Tissot. Wir bleiben bei der WM, wir bleiben bei der Analyse, wir gehen auf Coaching-Staff, der schon ist angerissen wurde. Neue Gesichter der Bande, wir haben jetzt lesen, viel Leidenschaft, viel Zusammenhalt, viel Moral, viel Kämpferherz. So im letzten Match, ja hallo. Muss man das loben? Gehört das nicht zu den Basics von einem Hockeyspieler, den ich da verwarte? Nein, das gehört für mich zu den Basics. Also das ist wie ein Eintrittsticket, um am Spiel dürfen teilzunehmen. Und zum Spiel gewinnen braucht es natürlich noch andere Sachen. Also das sind Basics. Und das, wenn man jetzt bei den Dänen, bei den Norwegern, bei den Letten, bei den Deutschen, bei allen Mannschaften reinhören, bei denen ist das alles auch. Also ist mindestens verbal, sagen die das für sich auch. Ja, aber ich glaube, es ist... Man kann schon sagen, Basics, jetzt aber gleich... Nein, nehmen Sie nicht in Schutz, aber ich will sagen, ein Trainer kann mehr rausholen als ein anderer. Es gibt Trainer, die bringen Ambiance her, die besser ist als bei einem anderen Trainer. Das glaube ich sicher, ja. Klar. Also die Leidenschaft, die in Moskau hatten, das darf man schon aufs Konto vom Fischibuch, oder? Ich glaube auch. Ich meine, der Charakter, den die Mannschaft hatte, war schon eindrücklich. Und mir ist es vorgekommen wie... SCB-Gegner im Finale, oder? Wie eigentlich der SCB ist auftreten in den Playoffs. Sie sind immer wieder gekommen und ich glaube, das ist sicher auch zurückgeführt, eben die Hoffnung nie verlieren, positiv zu bleiben. Aber du versteht uns zwei, wenn wir sagen, das darf man voraussetzen? Nein. Egal in welchem Sport. Aber nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube schon, dass das kannst voraussetzen, aber es hat, wie du richtig gesagt hast, es hat immer zwei Seiten, oder? Einer tut es ganz anders übertragen als die anderen. Sonst würde man nie von Motivation reden. Sonst bräuchte man nicht Motivationstrainer und Mentaltrainer, wenn das eben einfach ein Basic wäre. Wenn das Basics wäre, ja. Das Trainer... Ja, aber eine gewisse Basic muss ja vorhanden sein. Ja, ja. Aber man kann vielleicht mit solchen Sachen noch... Der letzte Zwicker, wie ist das Trainer-Trio an der WM übergekommen? Was hast du für einen Eindruck von innen drinnen? Harmonisch? Ja... Der Fischer ist sehr ein guter Kommunikator, also ich würde sagen, der Fischer ist eigentlich ein guter Cheftrainer. Es ist ein bisschen wie auch zum Teil in der NHL ist, er ist der Frontman, er kann sich sehr gut ausdrücken, kann das Team verkaufen. Er ist einer, der es fertig bringt, wenn
Chronisten im Mediensaal hinterher gehen für die Medienkonferenz und denken, wow, aber das ist jetzt wirklich also der Match. Nein. Und dann kommt der Fischi und kann das verkaufen und dann denkt man, ja. Also ist wirklich... Also am Schluss glaubst du ihm, hä? Ja. Aber er ist eben nicht der Taktiker, wie der NHL, wo sie die Spezialisten haben, die das Boxplay üben oder die Defensivorganisationen üben. So müsste er auch noch einen Staff um sich haben, der ihm die Hausaufgabe abnehmen. Und die hat er nicht gehabt. Special Teams wäre der Vonag oder ist der Vonag zuständig gewesen. Das heisst, der Fischer braucht andere Mitarbeiter. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Ich will das nicht beurteilen. Ich kann das auch nicht beurteilen, wie gut der Coaching-Staff und ob man den austauschen muss oder nicht. Aber was ich sicher kann sagen, was ganz klar meine Meinung ist, das ist nicht das Hauptproblem von unserem Hockey, wenn wir höchste Ansprüche haben. Das Hauptproblem ist, dass man bessere Spieler entwickelt. Ich habe es schon mal gesagt heute Abend. Und irgendwie jetzt der Händler oder der Fischer oder der, also oder der muss jetzt Coach ist, das ist auch wichtig. Man muss jeder einzelne Mitarbeiter muss der bestmöglich sein. Aber es hat viel die kleinere Hebelwirkung, als wenn wir würden jetzt mal alle Kräfte kanalisieren, um noch bessere Spieler zu produzieren. Da muss ich jetzt wirklich widersprechen, weil bei dem knappen Potenzial, das wir haben, das haben wir nur einfach schon alleine von der Bevölkerungszahl her, ist das so entscheidend, dass der Trainer die richtigen Spieler holt, dass er die zweite Hälfte der Mannschaft, die für uns immer entscheidend ist, herbringt, weil high-end zum Spiel entscheiden haben wir nicht wie Kanadier oder die Russen. Nicht genug. Es ist so wichtig, dass der Trainer eine Philosophie gibt. Ich glaube, du hast den Ralf Krüger erlebt, was der bewegt hat. Der Trainer ist bei keiner anderen Nation so wichtig wie bei uns. Und da kann man nicht einfach einmal den Glehänden nehmen und einmal den Fischer und einmal den Simpson. So kommen wir nie hin. Kleusen, vergiss nicht. Was meinst du, Philipp? Wir können uns einig auf beides. Nein, ich möchte wissen, was der Philipp dazu meint, weil du hast den Krüger erlebt. Was ich wichtig finde, ist einfach, dass man eine Strategie fährt. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Umschwung. Wir sind im Umschwung vom Team an. Wenn man sieht, welche Spieler das jetzt nicht mehr werden gehen in der Zukunft. Und das waren doch viele, die noch auf dem Kern des Krügers waren. Und ich glaube, dort ist wirklich wieder wichtig, dass es einen neuen Kern gibt, dass es einen neuen Aufbau gibt und dass es eben auch neue Strategien gibt, die man längerfristig tut. Aber für das A-Team oder über alle Stufen? Ja. Weißt du, zum alten Aspekt, oder Thomas, bessere Spieler produzieren, dass man schon alle Stufen, von den Jungen her eine Philosophie und ein Konzept hat? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Das finde ich sehr wichtig. Ich glaube, es geht dort auch relativ viel mit dem EV-Zug, wo da dran arbeiten mit den Jungen, und es muss einfach noch mehr kommen. Also ich würde jetzt schon noch mal die Trainerfrage noch mal aufwerfen. Die letzten 10 Jahre haben wir wirklich verschiedene Trainer gehabt, inklusive Krüger, und ich tue das im Ralf Krüger auch zubilligen, also hat sehr, sehr, sehr gut geschafft. Aber die Resultate, wenn wir das sachlich anschauen, die sind sehr, sehr ähnlich. In allen 10 Jahren, egal wer jetzt dort an der Bande gestanden ist, das ist kein grosser Unterschied. Wir gewinnen gegen die Letten 2-1 oder verlieren 2-1, machen 1-1. Vor 10 Jahren war es so, vor 5 Jahren war es so und heute ist es so. Aber und wir stagnieren, das ist das Problem. Aber wir waren konstanter früher. Erstens konstanter. Ja, weil wir defensiver gespielt haben. Voilà, weil der Trainer das besser im Griff hat. Und du darfst nicht vergessen, der Ralf hat uns in der B-Gruppe übernommen, weil wir aber noch gegen Polen verloren haben. Er ist gekommen und hat die B-Nation zu einer stabilen A-Nation gemacht. Und jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Und das muss... Der nächste Schritt ist weit weg im Moment. Nein, leider. Den kann man machen. Natürlich kann man machen, aber das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ich wiederhole es noch einmal, an der WM muss einfach bei uns alles stimmen. Und der das herbringen kann, das ist der Trainer. Der ist verantwortlich, dass das alles stimmt. Ja, aber dann würdest du sagen, dass alles stimmen, so wie Stockholm, dass es eben eher so macht. Und ich glaube, das ist nicht unser Ziel. An jeder WM, also immer alles stimmen, das bringst du nicht an. Nein, das bringst du nicht her. Einmal so, holst, da, oder? Aber probieren muss man es. Aber du musst eine Konstanz haben und dann wirst du schon irgendwann mal eben den Ausschlag haben. Aber dass die Ausschläge aber weniger werden. Sagt Thomas Rost, das ginge noch lang. Wir wollen den Man on Spot, den wir schon jetzt diskutiert haben, ist eben ins Rampenlicht drücken, Man on Spot Rubrik mit dem Nationaltrainer. Als Spieler, jetzt damals der Peter Forsberg, hat mich extrem beeindruckt, weil er so ein kompletter Spieler war. Er hatte alles. Er war ein riesiger Teamplayer. Ich beeindrucke Menschen, es gibt viele, die mich beeindrucken. Ich beeindrucke Menschen, die mutig sind, die ihr Leben leben, die das
umsetzen, die sie im Herzen haben und vielleicht auch mal wegen Widerstand etwas probieren. Und ich glaube, das braucht manchmal Mut. Und die bewundere ich, die Menschen, weil ich denke, das ist für mich auch, das ist der einzige Weg, um das Leben richtig zu leben. Ich kann sehr gut abschalten. Ich bin dann am liebsten logischerweise mit meiner Frau zusammen, mit meinem Sohn, mit meinen Hunden, in der Natur, im Tessin. Ich fühle mich wohl zur Zeit. Nicht verrückt. Im Sommer bin ich gerne am Meer oder in den Bergen. Hauptsächlich, wo es ein bisschen ruhig ist und gemütlich. Und ab und zu ein bisschen fischen und golfen. Also nichts Spektakuläres. Ja, ich glaube, träume ich auf. Etwas auf meiner Bucketlist, aber ich glaube, wenn wir Sport bleiben, erstens möchte ich jetzt die Chance, die ich bekommen habe, zusammen mit dem Arxi und Fige, die packen. Ich glaube, es ist immer das eine, die Chance bekommen. So, etwas anderes, was macht man daraus? Und wir sind motiviert und wir wollen wirklich die Schweiz auch weiterbringen und die Identität weiter noch herausfinden, was ist unser Hockey und das weiterbringen. Das ist sportlich und im Leben gesund bleiben, viele schöne Momente dürfen zu erleben mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und ich glaube, das ist viel mehr kann man nicht verlangen. Man on Spot zum letzten Mal auch für diese Saison mit dem Patrick Fischer. Schauen wir auf Viertelfinals, wo am Donnerstag, Marco, wir wollen von dieser Runde hier wissen, wie die Meinungen sind, bei sicher sind auseinander. Wie sieht die Paarung aus? Ja, richtig, es geht natürlich auch ohne Schweizer Beteiligung weiter. Morgen geht es also los mit den Viertelfinals. Die 8 Teams kämpfen um den Titel in Russland. Der Gruppensieger aus der Schweizer Gruppe Tschechien trifft auf die USA, die nur auf Platz 4 gekommen ist in der anderen Gruppe. Dann Dänemark, wo doch auf Kosten von der Schweiz weitergekommen ist, gegen Finnland. Gastgeber Russland duelliert sich mit Deutschland und Kanada bekommt es mit Schweden zu. Also es erwartet uns schon noch das ein oder andere spannende Spiel aus Russland. Tschechien, USA? Das ist das einzige Spiel für mich, das ein bisschen offen ist, ja. Wo nicht einen ganz klaren Favorit gibt. Ich glaube, die USA darf man nicht unterschätzen. Ich habe die sehr, sehr stark verfolgt in dieser WM. Sie sind halt unerfahren, aber sie haben recht viel Talent. Die Tschechen haben zwar sehr, sehr, sehr solid gespielt, sind sicher Favorit. Aber das ist ein bisschen bezeichnend an dieser WM, dass jetzt in diesen Viertelfinalen gibt es ganz klare Favoriten. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so gut für das Weltisoko. Du sprichst schon Kanada-Schweden, wo ganz klar Favorit über den Kanadier ist. Ich habe das Gefühl, ja. Ja, das sind die schwächsten Schweden seit Jahren. Finnland, Dänemark, auch klar. Das Freilos. Auch klar. Für Deutschland ist es super, gegen Russland zu spielen. Sicher, ja. Das wird zäh, aber am Schluss gewinnen. Wird zäh? Ja, am Anfang schon, solange sie mögen. Läuft auf ein Halbfinal Russland, Finnland raus? Läuft auf ein Final was raus? Nachher ist im Halbfinale alles 50-50. Ja. Ah, das ist jetzt sehr floskeln. Nein, aber es ist ja so. Das ist so. Schwarz hat man dich jetzt gesperrt. Ja, aber Halbfinale 50-50, klar. Aber draussen im eigenen Land, viel Druck? Viel Druck und in der Verteidigung gefällt es mir nicht. Also überzeugt es nicht 100%. Es war sehr starke Goalie, aber... Draussen spielen eigentlich auf einem absolut hohen Niveau auch so ein Pausenplatz-Hockey. Ja, das ist wahr. Das ist unglaublich, wie die technisch gut sind. Und sie spielen nicht effizient, sie spielen immer wieder das Suchen. Sie sind das Beste. Das macht Freude, ihnen zuzuschauen. Ja, ist attraktiv. Und wegen dem sind sie eben auch viel gescheitert, obwohl sie individuell immer hätten können Weltmeister sein. Wer wäre für euch ein würdiger Weltmeister? Ich fände es von den nicht so starken, von den nicht so gut besetzten Grossen der WM. Ich fände es genial, wenn Finnland Weltmeister wäre. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es dann das einmalige Triple würde schaffen, U18-Weltmeister, U20-Weltmeister und richtiger Weltmeister. Und zweitens, weil Finnland ist für mich das Land, wo wir uns als Vorbild nehmen. Weil die haben weniger Einwohner als wir, und zwar mehr lizenzierte Spieler. Da müssen wir uns aber überlegen, wie bringen wir auch so viele lizenzierte Spieler an. Aber weniger Sportarten, da kannst du nur Langläufe hockey spielen.
gutes Vorbild. Und Speerwerfen so, vielleicht noch. So gut wurde. Und also da muss ihm Thomas 100% recht geben. Was selten ist. Und der ganz grosse Unterschied so von Finnland und zu uns ist das. Hockeykompetenz im finnischen Hockeyverband ist das Wichtigste. Dort hocken die Leute drin, wie der Jari Kuri. Einfach Leute, die das Hockey kennen. Und bei uns haben wir Marketing-Leute. Und das ist unser Verhängnis. Und du hast es richtig gesagt. Fachkompetenz, wo die sportliche. Und die ist das absolut oberste. Und bei einem Verband muss einfach das Primat vom Sport sein. Und da hast du recht, Thomas, an denen müssen wir uns orientieren. Und dann kann man dann noch irgendein Marketing-Klon kann man dann noch anstellen, was dann vermarktet. Aber das Zentrale ist für dich okay, wenn ich das Thema wechsle? Das wäre gut. Das ist gut. Ja. Sonst weisst du, wegen dem Herzkrise. So, Marco, du hast... Top 5 haben wir noch. Selbstverständlich nicht bei Marco, sondern die schönsten 5 Goal, die sich unsere Redaktion, ich weiss nicht, ob der Marco Wutscher den Finger im Spiel hatte. Das mal nicht. Wobei Kroatien ist nicht. Ja, die sind irgendwo an der CWM daheim. Aber Hockey spielt er ab und zu, oder? Aber aus Respekt vor dem Reto Berra darf das nicht dabei sein. Ich weiss nicht, von was du redest. Top 5 von der Hockey-WM 2016. So, ich verteile die Böcke hier. Weitergeben, bitte. Ja. Wer ist für euch der Spieler bis jetzt vom Turnier? Leine? Patrick Leine für mich, ganz klar. Ja. Riesennummer. Ja. Die zwei sind noch einig gegen Schluss von dieser Saison. Es ist beängstigend, darum können wir anfangen spielen. Das Spiel heisst es so. The Puck Game. Für einen Rookie hier in der Hockey League, für Philipp Fuhrer, ganz kurz erklärt, ich stelle 3 Fragen. Die Frage beantwortet mit Ja oder Nein, sprich mit Rot oder mit Grün. Parat? Du kanntest ja ein, oder? Habe ich gesehen. Ja, genau. Dass der Inner nicht mit der DM geht, ist absolut richtig. Schau doch gleich so. Auf das Gesicht habe ich eine ganze Saison gewartet. Immer gegen Fußball reden, als der Inler nicht mit der WM geht, ist richtig. Inlo. Ja? Ich habe verstanden, der Hillo. Nein. Der Inlo, nicht an ist der Hillo. Ist der Hillo das Talent, das du hast gehalten, du jetzt bei mir? Also das ist jetzt interessant, jetzt hast du rot aufgehalten, dass der Hillo nicht in die WM geht. Nein, das habe ich eben nicht richtig gefunden. Nicht richtig gefunden. Aber dass der Inlo nicht aufgeboten wird, muss ich sagen, ja, das finde ich. Schau mal, die Fußballkompetenz. Du, wie ein Fahnen. Wenn du Fußballkompetenten, dann muss das richtig sein, weil Fußball ist nicht so möglich von mir. Ich bin mega Fußballkompetent. Ja, darum habe ich jetzt abgeschaut bei dir. Du solltest in der Tissot Arena mal übergehen beim FC Bio, wobei das ist zu spät. Im letzten Grund sollte ich mal gehen. Ja. Der Patrick Fischer, wenn der Glenn Hanlon heissen würde, würde man ihn in Frage stellen und seinen Kopf fordern. Enthalte mich. Gibt es im Reglement eine Enthaltung? Ja, weil es ein Berner ist. Weil es ein Berner. Ja, das ist eben ja. Das heißt ja. Nein, er hat den Böck aber. Das kommt eben. Enthaltung ist... Jetzt kommt einer, wo man Humor von muss nehmen. Niemand hat einem YouTuber seinen Film so häufig angeschaut wie der Philipp Fuhrer.
Also sein Go, oder was? Weil er dich abgelöst wahrscheinlich mit den Anzahl Klicks von deinem. Also er hat etwa 70'000 nach dem. Wie viel hast du nach deinem? Keine Ahnung. Du musst den Lem fragen, der hat so eine Gruppe auf da. Sicher, wie der Lem. Vorige Denkgruppe. Ja, wie viel sind die? Keine Ahnung. Gibt's die? Ja, die nie gelohnt. Philipp Vor, Eigengoal-Gedenkgruppe. Müssen wir mal einladen. Das ist ja genial. Überall, wo du herkommst, wird das Eigengoal um die Ohren geholt. Oder ist es ein bisschen sind wir die Letzten? Nein, das ist wieder mal seit langem das aufgeworfen worden, ehrlich gesagt. Hast du es schon bald vergessen? Ja, das ich habe es eigentlich schon relativ schnell vergessen. Dann, als ich in Miami in der Ferien war. Aber meine Eltern hatten ein schlimmere Zeiten. Schon? Wobei, wir haben das Video noch einmal angeschaut. Der Gerber und ich sagten, was ist mit dir falsch? Der Krüger, der sich im Ohr grübelt und denkt, was ist jetzt da genau? Das Beste war, dass die Russen zwei Schüsse hatten. Und wir hatten vorher auch noch ein Eigengoal. Beim 2-0, oder? Ja. Aus diesem Winkel muss ich sagen, unsterblich hat er es gemacht im Schweizer Eishockey. Philipp Vorer. Gegen einen NHL-Goalie. Ja, genau. Ja, bitte. Du musst den Buchstaben. Du musst es erst mal machen. Wobei andere Goalie haben abpasst. Der Bera ist, glaube ich, nicht mehr der YouTube-Leader von dieser WM. So, Programmhinweis, Marco, wie sieht es aus? Du hast noch Tour bei dir, die man gewinnen kann. Die letzte für diese Saison. Richtig. Eines nach dem anderen. Wir schauen zuerst in den Fußball. In einer Dreiviertelstunde geht es los im Jockeli, der Europa-League-Finale zwischen Liverpool und Sevilla. Da könnt ihr natürlich live mitverfolgen auf dem 360 auf sportalhd.com. Natürlich auch die Viertelfinals morgen ab dem Viertel ab 3 im 360 auf sportalhd.com. Da könnt ihr alle live mitverfolgen. Und, wie es der Stefan schon richtig gesagt hat, die letzte Chance auf die Tissot T-Touch Expert Solar Uhr im Wert von 995 Franken. Besucht euch unsere Facebook-Seite, den Hakenweg, und mit ein bisschen Glück könnt ihr euch schon bald anlegen. Viel Glück da dabei. Das war für diese Saison. Ich bin sicher, Europa, ich finde alle die Herren, die Fußballkompetenz haben, wie sie heute könnte, wenn sie sich das reinziehen, der Kleusel wird alles daran setzen, dass er die Partie. Und du hättest nicht mal gewusst, dass Europa im Finale ist. Morgen, weil ich heute am Bahnhof, Liverpool-Fans gesehen habe. Und dann habe ich zuerst gedacht, was ist jetzt hier los? Passnacht noch nicht vorbei. Dann ist mir Sinn gekommen, dass ich Passau. Sonst hätte ich es vergessen. Kleusel, wir müssen in die Sommerpause, so leid es mir tut. Du kannst selbstverständlich gerne jeden Mittwoch zu uns kommen, das ist unterhaltsam. Und sonst freue ich mich hoffentlich auf die nächste Saison. Fippo, dir gute Besserung, gutes Sommertraining, dass die Brästeli, ich kann dir sagen, es wird nicht weniger, dass die ausmerzt. Thomas, wir freuen uns auch mit dir auf die neue Saison. Merci vielmals für die regelmäßigen Besuche in dieser Saison. Gleiche gilt für dich. Kleusel Marco, herzlichen Dank für die Hockey-Unterstützung aus dem kroatischen Raum hier, die geballte Hockey. Wir kommen noch als Weltmacht. Irgendwann kommen wir da. Also, merci vielmals für das Interesse. Bis zum nächsten Moment, wenn es hier wieder heisst Soccer Lounge. Gute Zeit, bis dann. Ciao. The Hockey Week, presented by Tissot. This is your time.